was geht ab, Leute? Willkommen bei einem neuen Video heute mit die 2 Tiger Ghost Part 154 müssten wir angekommen sein. Ja, 154. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Heute kommen wir nämlich zum sagenerwarten Melee-Video. Ja, ich werde euch das jetzt mal wieder erklären mit dem Stand der Dinge, was wir jetzt hier an Push haben, was wir an Equip haben. Ich habe jetzt schon mal die Taus reingemacht. Ja, jetzt seht ihr ohne Pets. Ich werde das jetzt erklären. Also, wenn ihr das alte Video nicht gesehen habt, da haben wir nämlich mit Mythisch matt gemacht. Unten in der Videobeschreibung habt ihr dann den Link, ne, würde ich sagen. Dann guckt euch das erstmal an. Da haben wir nämlich einen Matten drin gemacht. Nämlich, wir haben nämlich jetzt einen Brilli. Würde ich sagen, fangen wir einfach mit der Alt hier direkt an. Wir haben jetzt halt nur DB-Taus drin. AW-Tau, 120 AW-Tau, 15 DB, 10 Minuten und 15 Crit, 5 Minuten. Was hat sich geändert? Ich glaube, an der Alt hier tatsächlich nur der Rubin. Der hat AW, DSS und Def. Also perfekter, würde ich sagen. Und was hat sich im Equip geändert? Also, jetzt seht ihr, wie viel Damage wir machen. Wir machen 7-7. Wir können auch mal kurz die Alchi ausmachen. Ich werde so ein bisschen einiges erklären. Ich versuche diesmal besser zu machen. Da sind wir halt tatsächlich nur bei 5-5. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Fischen aussehen würde und etc. Ich werde euch gleich noch einen kleinen Abspann zwischendurch reinmachen, weil Charmy ist wichtig und Heil-Charmy hat sich auch noch geändert. Wir haben nämlich jetzt zwei Charmys, ne? 93er, die hat tatsächlich 3 Level hier in der Melle gemacht. Und Charmy auch wichtig, 118, halt Crit-DB, Crit-Segen und Angriff Plus haben wir auf P. Das werde ich euch gleich noch kurz zeigen. Also Equip-Stand ist so, Deutsche haben wir gedreht mit Verzaubern tatsächlich, sind 34 DS, das ist 12 Decks drauf, 4 Metins, Helm, Feuerhelm, 15 Feuer einfach, 25 AW, ist so geblieben. Das hat sich geändert, ich brauche halt tatsächlich jetzt durch den Rubin auch nicht mehr so viel Feuer hier, deswegen kann ich da drauf verzichten. 1,5 DP, 30 AW, 10 MP Absorb und nochmal 30 AW im 6.7. Ja, Titanenschild halt mit 15 Blocken, 50 AW. Dann Eistali mit 30 AW, wird wahrscheinlich mehr geben, wie ein, wenn ich jetzt ein Feuertali mit plus 1 nur nehme, wegen Kraft des Feuers. Dann Smuggies mit, ja, halt plus 8, mit 40 AW. HTA mit 15 Feuer, 10 DB, 10 TP Absorb und 40 AW. Dann Kette müsste auch gleich geblieben sein, müssen wir halt irgendwann Neues, ne? Wir haben viele Sachen gemacht und viel Schmutz auch, ne? Die hat zum Beispiel gehabt und so weiter. 1,5 DP, 10 Crit, 5 Metins. Handschuhe hat sich tatsächlich auch noch geändert, gibt halt nur 6 Decks, aber 10 TP Absorb. Die TP Absorb merkt ihr selber, wenn ihr drauf schaut, ich potte zum Beispiel gar nicht. Muss ab und zu auch mal mit der Charme hinrennen, muss ich gleich mal buffen, einen Moment. Ich potte gar nicht, sobald Mobs an mich dran sind, geht meine TP sofort voll, weil ich halt genug TP Absorb habe. Weil das Problem ist, ich überfliege kurz die Alti. Hier haben wir nämlich kein TP Absorb drin. Ich überfliege euch, könnt ihr kurz stoppen, wenn ihr Bock habt, ne, was wir jetzt drin haben. So komplett. Hier bringt der Saphir natürlich auch nochmal 12 Decks, das bringt natürlich auch nochmal Damage. So ein Ding ist das. Genau. Wo sind wir stehen? Handschuh, genau, 10 TP Absorb, 6 Decks. Und Ohnmacht, ja klar, für die Bosse kann man auch benutzen. Müssen wir hier noch nachlegen. Wir machen jetzt erstmal nur das rein, genau, Grün mache ich auch noch rein. Also man könnte den den jetzt schon easy schaffen mit dem Damage. Schuhe, Feuerschuhe plus 8, 1 KTB, 10 Crit, 10 Fallen, gut, braucht man hier nicht, aber 50 AW. Segengürtel plus 9, Vollfassung, genau, was ich erwähnt hatte, alles hat Vollfassung, ne? Was haben wir noch? Heldmedaille diesmal, habe ich nur gezogen, sonst Nazar. Bringt natürlich auch nochmal ein Damage. Wenn nicht, Amulett der Wächter finde ich sehr gut. Finde ich tatsächlich meiner Meinung nach das zweitbeste, der zweitbeste Pushring nach Nazar Amulett. Ja, Kraftstein bringt auch sehr, sehr viel. Was haben wir hier oben an Push? Glaube ich gar nichts. So, jetzt haben wir nur das drin. Jetzt machen wir nochmal die Fische rein. Ich benutze gerne Dexfisch und einen Stint. Dann sind wir jetzt schon bei knappe 8K. Warte mal, muss man hier kurz nachlegen. Müsste alles drin sein, oder? Ich darf nicht vergessen, die Charmys nicht aufzuheben. Sonst ist gleich vorbei. Wird ein bisschen Quatsch, wie du seht ihr. Wir kommen fast auf 8K jetzt. Dann kann man natürlich jetzt noch ein Energiekristall. Das geht komplett auf alles rauf. Ne? Wenn ihr jetzt gucken wird, wir haben jetzt zum Beispiel, wie viel DB Crit und DB? Wir kommen auf 107 Crit und 104 DB. DB Cap haben wir auf jeden Fall erreicht. Normalerweise benutze ich auch 20er DBs. Dann machst du halt komplett ganze Zeit konstanten Damage und noch mehr Damage. Aber das reicht ja halt vollkommen so aus, seht ihr gerade selber. Dann machen wir jetzt mal noch einen Jutnori rein. Also erstmal machen wir einen 10er Energiekristall rein. Der bringt halt auch nochmal komplett. Da seht ihr hoch von 7, 9 bis 8 bis, jetzt geht's. Was haben wir am meisten jetzt? 8, 3 war es jetzt gerade. So, müssen wir kurz warten. Machen wir kurz einen Cut. Und sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir auch an den Eiern angekommen. Ihr seht jetzt gerade 27k so um den Drehen. Mit Nazar Amulett war das auf jeden Fall viel, viel mehr. Und wie gesagt, Amulett der Wächter macht tatsächlich, finde ich, auch nochmal mehr. Wir hauen jetzt nochmal Jutnoris, muss man nicht reinmachen. Ich überlege gerade, ob wir das reinmachen sollen oder nicht. Haben wir alles drin?
Das ist jetzt Equipped Stand. Dann kennt ihr den Run, glaube ich. Wir machen mal Yutnori rein, dann seht ihr auch nochmal den Unterschied. Wir waren bei 3,8,3. Guck mal, was jetzt nochmal 10 Mob nochmal ausmachen. Da sind wir jetzt bei 8,6 bis 8,7. Was wir gleich noch machen, ist auf jeden Fall DGA rein. Also seht ihr, so kleine Sachen, ne? Ihr könnt halt auch darauf achten, wenn euch fehlt, ihr könnt natürlich auch mit Butter machen. Guckt euch das alte Video an und achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall DB-Cap würde ich gehen. Charmy, ja, werde ich euch. Blende ich euch jetzt mal ein, weil jetzt machen wir erstmal so. Ich blende euch jetzt die Charmy ein und den. Also beide Charmy zeige ich, was ich an Equip habe und was für P-Skills die haben. Und dann kommen wir gleich zum. Machen wir noch das DGA und dann seht ihr, auf wie viel Damage wir kommen. Ach, was wir gar nicht noch gezeigt haben, zeige ich gleich Kostüme. Sehen wir uns gleich. So, Leute, kommen wir mal zu der Charmy, was ich nicht benutze tatsächlich. Den Dia, der würde auch nochmal 6 Int geben. Den benutze ich nicht, aber wir haben jetzt Int-Equip, wir haben 8 Int, müsste ich auch eine 12 Fächer noch besorgen, 12 Int-Fächer oder Glocke. Dann haben wir 12 Int, 15 Glocken, gut, die sind egal, 12 Int, dann hier HTOs plus 9, Perli 9, was bringt noch Int? Also wir kommen insgesamt auf 42,1 Nahkampfreflexangriff und 25,5 Crit. Dann haben wir Führung tatsächlich auf G2, habe ich gerade gesehen, hat einen geklappt, brauchen wir noch 4 FBs, dann ist G3. Wenn es auf G ist, braucht ihr halt immer mehr Bücher, deswegen wird sich das jetzt sehr lange ziehen. Vielleicht werden wir die Exos, die wir ziehen, von der Hydratun hier drauf packen und einfach lesen. Es bringt tatsächlich jetzt 52 AW, seht ihr selber oben. Also das pusht natürlich auch. Ja, würde ich sagen, kommen wir kurz zu der Heilcharmy. So, Heilcharmy sieht so aus, Angriff Plus ist auf P, seht ihr, gibt tatsächlich 60,8 AW Angriffswert. Ne, ist so, als ob jetzt meine Mob-Brüssi anhab oder so. Ne, hält, seht ihr lange, 185 Sekunden. Was haben wir hier an Equip? 12 Stärke, 2 Int. Stärke bringt auch was, skaliert auf Stärke, aber Int bringt viel mehr. Ich brauche, wie viel bringt es? Jetzt seht ihr 58, ja gut, ist auch noch 2 Int drauf, also ich habe es mal getestet, sind glaube ich 0,5 pro 1 Stärke oder, lasst mich nicht lügen, 0,2 oder 0,5 pro 1 Stärke, also Int bringt mehr, wenn man das noch dabei hat, ist es natürlich Plus, so wie hier zum Beispiel auf dem 5-Eck mit 12 Int 6 Stärke, bringt natürlich, dann haben wir hier auch HTOs plus 9 und eine Perle plus 9. Ich meine, wenn du die Chars hochziehst und warum den Push nicht mitnehmen, du musst eh mit 4 Chars reingehen, kannst du ja auch normalerweise hier hinstellen, dann sterben sie gar nicht und dann immer hinrennen und 60,8 AW mitnehmen, warum nicht, ne? So. Also, Kostüm haben wir total vergessen, ne? Ich bin auch so ein Fallfett. Also, Auragewand haben wir drin mit AGO, Stärke. Ja gut, war ganz früher, ne? Hat man nicht dran gedacht. Kann ich mich auch tatsächlich nicht so gut mit Ninja noch aus, ne? Wie jetzt. Also, AGO einfach drin, Stärke. Dann, Königsband ist immer noch das gleiche, müsste es sein. Halt, Phoenixbogen plus 7 drin mit 1 DB, 1 Ohnmacht, 1 Crit. Eier wieder da. Rüssi. Hatte ich die gleiche, habe ich vergessen, ist aus Versehen abgelaufen, ja, man kennt's. Aber habe ich mir neu gedreht mit 2 KTP, 50 AW, 5 MP Absorb. Und Helm hat halt 15 Feuer, 20, 30 MP Rec und 20 Teufel. Ist halt für den Wald, benutze ich den. Oder halt auch für hier halt, ne? Oder Rasador zum Beispiel, Rasador mache ich halt natürlich auch noch. Das sind noch die Dinger, was wollte ich euch noch sagen? Würde ich sagen, machen wir erstmal ein DGA rein. Dann seht ihr jetzt den Damage-Unterschied nochmal. Das pusht halt natürlich sehr, sehr krass. Wenn ihr jetzt seht, sind wir fast bei 33k, 32 bis 33k. So. Medins, ne, könnte auch bringen, ist halt auch die Frage, ach, da ist ja noch einer. Ist halt auch die Frage natürlich, wie die Eier spawnen. Wenn die Eier immer 4 einzeln spawnen, könnt ihr auch ein DGA reinmachen. Und wenn die immer wirklich immer wieder 4 einzelne Eier spawnen, dann seid ihr tatsächlich genauso schnell, wenn ihr auch mal ein 3er oder 4er Ei habt und trotzdem ein DGA drin habt. Jetzt seht ihr, jetzt kommen wir fast auf 9,5 bis 9,7 sind wir jetzt. 9,8 Zuckerpeak. Hätte ich jetzt einen Nazar, wären wir über 10k tatsächlich. Bis 10,1 bis 10,3. Weil das hatte ich letztens auch mal getestet gehabt. Ja, wir benutzen tatsächlich noch ein anderes IQ-Teil, aber da würde ich sagen, ich haue jetzt erstmal die Säulen. Also wer den Run nicht kennt, ihr müsst halt erstmal die Säulen hauen auf, ich glaube, auf 25%. Dann kommen Eier, wie jetzt gerade, dann müsst ihr die Eier halt immer downhauen, ab den Phase, ich glaube, zu 2 Minuten spawnen die immer. Dann müsst ihr die Eier downhauen, dann müsst ihr auf die Säulen hauen, auf 50% müsste es sein. Dann spawnen die Bosse, 4 Stück auf einmal. Ich habe die letztens im Video nicht gezeigt, da haben sie tatsächlich noch 2-2 gezogen. Aber da würde ich sagen, warten wir jetzt, wir hauen erstmal die Säulen jetzt, dann kommen wieder Eiersäulen und dann, wenn die Bosse spawnen, sehen wir uns gleich einfach wieder. So Leute, sind wir auch mit den Säulen fertig, ging tatsächlich jetzt schneller mit dem DGA natürlich. Wir würden das halt natürlich auch so ohne DGA und nur mit Taus schaffen. Ich glaube, selbst ohne Taus, je nachdem. Nur mit DB-Tau, eventuell, vielleicht AW. Kommen wir jetzt mal zu den Bossen. Ihr seht, ich stelle meinen Charme jetzt da hinten hin. Weil jetzt spawnen die Bosse. Mittlerweile ziehe ich 4. Was wir jetzt ändern, ist das Equip-Teil.
Ja, weil die natürlich FKS haben. Deswegen, das hat 5 FKS Buffer, 15 Feuer, 1, 5 TP, 5 TP ab. So 15 Feuer ist ein plus 6. Damage reicht trotzdem. Was wir jetzt noch reinmachen, ist, ne? Chinesisches Feuerwerk, Stunt. Ne? Viele Leute verschwenden das. Jetzt seht ihr, dieses Boss ist spawnen. Ich ziehe die einfach rüber. Buff mich gleich nochmal an. Hau nochmal alles nach. So, jetzt buffen wir uns nochmal schnell an. Das habe ich im letzten Video tatsächlich vergessen zu zeigen. Und wundert euch nicht, dass auch. Jetzt seht ihr, wir machen 10k. Wenn ihr die nicht direkt packt, ihr könnt natürlich auch Blut und Gift benutzen. Müsst halt gucken, wenn ihr zu wenig Feuer habt, die machen halt tatsächlich schon sehr viel Damage. Also manchmal hitten die auch komplett, dann kippe ich um. Dann seht ihr, ich mache Giftwolke. Mir reicht tatsächlich mittlerweile das Gift. Früher haben wir Gift und Feuer benutzt. Oder wenn ich Solo gemacht habe, je nachdem, wenn die zu lange gebraucht haben, dann hatte ich halt auch natürlich nochmal, statt die HTK habe ich hier eine Holz als Kette plus 9 angezogen mit 1 KTP 8 Ohnmacht. Die hat gerade einen Kollege, deswegen habe ich sie gerade nicht da, deswegen kann ich sie nicht zeigen. Aber ihr seht, was ich jetzt mache, ich drücke einfach Leertaste, also hau einfach und drücke W dabei, damit die auch nicht umkippt, wenn ihr es genau jetzt guckt. Wir hauen die ganze Zeit und wir kippen nicht um. Das kann halt mal passieren, dass ihr durchläuft, ne? Oder wenn ihr irgendwelche Skills machen, dass ihr mal wegfliegt, also dass ihr durchgeht, dann werdet ihr hin und her geschleudert, aber dann geht ihr wieder an die Wand und dann passt es. Also einfach W drücken, Leertaste und dann werdet ihr auch nicht hin und her geschubst. Seht ihr, zick zick, alle vier down. Die haue ich auch dann auch gerne down, weil die nerven tatsächlich an der Säule, weil die, wenn ihr da kein W drückt, hauen die euch auch um. Das heißt, ihr kippt immer um. So, zick zick, zick zick. Haben wir alle hier noch einer. Wie gesagt, die Charmy stelle ich immer dran. Was ihr am Ende natürlich braucht, sind dann 4 Chars zum Abgeben. Ich logge dann kurz vor der letzten Säule, wenn die fertig ist. Ach, wir müssen Rizzi wechseln. Logge ich den letzten Char ein. Einen Moment. Müssen wir kurz hier kurz die Buff-Charmy holen. Dann stellt ihr die am besten jetzt, wenn ihr die schon fertig habt, jetzt die Bosse. Dann könnt ihr die an der Säule sterben, dann sterben die eigentlich nicht mehr, die Charmys. Manchmal bis jetzt trotzdem, meistens wenn die Säule fertig ist, kommt ein Flash und Damage, dann stürmen die trotzdem, deswegen müsst ihr halt immer drauf achten. Wie gesagt, wenn jetzt müssen wir die Eier hauen, das zeige ich euch noch kurz und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Ende. Das war's ja eigentlich mit der Erklärung. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr das alte Video nicht gesehen habt, schaut gerne dran vorbei, guckt euch das erstes Mal an. Da waren wir glaube ich so, ich weiß es gar nicht mehr, bei 8,6k Damage. Ach guck mal, da kam schon ein Respawn von den Eiern. Ich glaube mit Push, mit DGA bei 8,6. Jetzt kommen wir auf 7,6, nur mit Taus. Und ohne Fische, ohne Jotnori, ohne Energiekristall. Nur mit den Brillirubinen, das würde halt auch vollkommen reichen. Dann würde ich so sagen, circa braucht man eine halbe Stunde. Bin gespannt, wie lange wir jetzt brauchen. Normalerweise brauche ich so 20 bis 25 Minuten. Ist auch natürlich je nachdem, wie die Eier spawnen. Ob es immer einzeln spawnen, ob Doppel-, zwei Doppel-Eier. Ob man Vierer-Ei, wenn Vierer-Ei da ist. Ne, dann habt ihr natürlich sehr lange Zeit, um auf die Säule drauf zu hauen. Deswegen passt es. Würde ich sagen, haben wir jetzt auch das Ei, dann zeige ich euch die Säule. Die müsst ihr nämlich jetzt auf 1% runterhauen. Dann braucht ihr 4 Chars an jeder Säule, braucht ihr Ringe. Ich packe immer mehr Ringe ein, weil ich halt auch gerne mal Wasser trinke. Der ein oder andere wird es verstehen. Und wenn man dann verkackt, ne, also wenn ihr jetzt erst Schlüssel drauf zieht, dann müssten, also die Säulen sind gleich alle blau. Wenn die blau sind, zieht ihr den Schlüssel drauf, dann werden die grün. Und wenn die erste Säule grün ist, habt ihr 10 Sekunden Zeit abzugeben. Das passt, braucht ihr 2 Bildschirme oder ein Bildschirm, macht ihr die Fenster klein. Also im Fenstermodus, packt euch die, zoomt da schon dran. Ich zoome dann immer dran an die Säule. Also so lasse ich das so bei den Charmy, also bei den Charmy. Und dann logge ich noch meistens Zura ein, weil der auch noch Feuerdef hat. Stelle ich hier eine Säule, dann gibst du ab, zick, zick, dann wechselst das Fenster. Und dann ist der Run auch schon fertig. Würde ich euch sagen, deswegen, und wenn ihr verkackt, genau, wenn ihr verkackt, kommen neue Metins, nicht erschrecken, dann müsst ihr nur die Metins hauen. Deswegen braucht ihr dann mehr Ringe, weil die alten Ringe sind ja schon verschwunden. Haut ihr nur die Metins down und dann könnt ihr es nochmal neu machen. Und dann geht der Run trotzdem zu Ende, das heißt, ihr kriegt trotzdem die Kiste. Ne? Deswegen packe ich immer lieber mehr Ringe ein, weil wenn man auch mal mit dem Chat redet, im Twitch und so weiter, dann kann das schon mal passieren oder wenn man voll auf Wasser ist, dass man den dann gar nicht schafft. Weil da habe ich letztens mal so gemacht irgendwie und habe die ganze Zeit auf die abgegeben anstatt auf die. Und so habe ich den Run einfach verkackt. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich am Ende. Wir hauen kurz die Säulen jetzt down. Bis 1% alle. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe mit der Aufnahme, wenn die ganzen Chars eingeloggt sind. Ich tatsächlich benutze gerade einen neuen Chars. Hinten haben wir ja noch ein paar Kollegen, ein paar Zuschauer. Na Spaß, da ist Verfluchter, Kongstrong, Ex-Guku sind dabei. Ich habe gesagt, ey, kommt in die Gilde, ich nehme euch mit, ich nehme eh immer 9 Chars mit. Ich würde 16 Chars auch gar nicht schaffen, wenn ich am Stream bin. Da seht ihr, Flächendamage trotzdem bekommen, aber guck mal, ich habe gepottet, TP direkt voll gewesen, wenn ihr mal drauf geachtet habt. Wegen den TP-Absorb, auch wichtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich am Ende.
Kurze Einblendung noch, was ich vergessen zu erwähnen habe. Wir sind mit der Biologenaufgabe fertig. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch nicht. Weiß ich gar nicht, wo ich war sogar. Im letzten Video weiß ich gar nicht, ob ich erwähnt hatte. Also mit dem Ninja sind wir komplett mit der Bio fertig. Damit ihr noch Bescheid wisst. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, Waffenskin 10 dB, 10 Crit. Das hatten wir, glaube ich, nicht. Habe ich, glaube ich, tatsächlich vergessen, ne? Waffenskin 10 dB, 10 Crit. Müsste es gewesen sein. Ja. Sorry dafür, ich mache nicht so jeden Tag so ein Video, ne, wie heute so ein Erklärungsvideo. Ist nicht so meins. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Also wir sehen uns gleich. Doch, wir haben tatsächlich noch was vergessen. Pets. Guck an, guck an. Was fällt mir noch alles ein? Pets Minidal, 2 KTP, 20 AW, 20 AW, 20 Mob gibt der. Den findet ihr im Itemshop unter Melis Kiste. Es lohnt sich tatsächlich erstmal nur immer den 15 Tage zu holen, weil der kostet 190 der. Da bekommt ihr noch einen Passierschein. Wenn ihr einen Passierschein habt, kommt ihr einmal in den Melle rein, ohne Gildenpunkte zu nutzen. Und ihr habt 15 Tage plus ihr habt die Tränke, die habe ich jetzt tatsächlich gar nicht benutzt. Die könnt ihr auch noch benutzen. Ich mache jetzt einfach mal einen rein, damit ihr seht, was es bringt. Wo ist es? Ein Moment. Suchen wir es kurz. Hier, Widerstand gegen Fertigkeiten, 15% Widerstand gegen normale Angriffsschaden, plus 15%, hält 10 Minuten, die mache ich normalerweise bei den Bossen auch rein, weil die sind eh da, kannst du eh nur Melee benutzen, also warum nicht benutzen, dann könnte ich theoretisch auch die Rüssi, glaube ich, auslassen und die AW-Rüssi drin haben, mache ich halt trotzdem rein, safe is safe. Ja, was hat sich geändert? Wir hatten vorher das Pad, ne? Ich zeige euch das mal kurz, weniger Damage direkt, das hat rotes Drachenei. Level 96 gibt 8 Magie-Nahkampf, 9 dB und 12 Mob. Ja, also weniger Mob, mehr Mob haben wir hier. Wir haben tatsächlich ein neues Alastor-Ei. Weiß ich auch gar nicht, ob ich im alten Video gesagt habe. Es gibt 10 Mob, 2 Mob weniger, dafür 12 dB und 15 Magie-Nahkampf. Also ihr seht auch den Damage-Unterschied. Habt ihr jetzt gerade gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt, könnt ihr euch notfalls spult einfach zurück. Und schaut euch den Damage an. Also wir können das auch mal in der Säule testen. Sind wir jetzt bei 9,7 bis 9,6 bis 9,8. Machen wir das Melle rein, sind wir bei 9 sogar bis 9,3 max. Also macht schon einiges aus. Alastor Pet, das beste Pet. Deswegen, ne? Werden wir auch noch Tage leveln. Ist jetzt, wie lange ist meine Melle? Ist schon 403 Tage alt. Das ist jetzt 100 Tage. Deswegen, das hatten wir noch vergessen. Jetzt sind wir gleich soweit, dann sehen wir uns gleich sofort. So, Leute, da sind wir jetzt auch soweit gleich. Es kann sein, dass es jetzt tatsächlich ein bisschen laggt. Aber seht ihr jetzt so. Und jetzt fängt ihr an, gebt ihr mit dem ersten Sharp. Ich mache das jetzt kurz so. Zick, zick. Einfach auf jedem Fenster. Und wir haben gebraucht 25 Minuten normalerweise schneller. Klar, ein bisschen erklärt. Und ja, ich komme jetzt gleich nochmal zu Worte. Wir holen eben die Kisten ab. So, Leute, Fazit zum Schluss. Die Tage kommt noch irgendwann jetzt ein EQ-Video, weil viele auch danach fragen. Fazit zum Schluss, habt ihr gesehen, ihr müsst danach selber gucken. Ich glaube, ein Ninja braucht 6K bis 6,5. Auf 6,5 schafft ihr. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, wenn ihr die Ringe droppt, kurz bevor ihr bei 50% bei allen Ringen seid, bevor die Bosse kommen, achtet drauf, wenn ihr nicht so viel Damage macht, dass ihr frische neue Ringe habt, dass sie auf 29 oder 30 stehen oder 28, wenn ihr die Bosse zieht 2-2, dass ihr da genug Zeit habt, ne? Also mehrere Ringe, dass die halt wirklich frisch sind oder bis zu 25 Minuten, weil die laufen ab und wenn die abgelaufen sind, da hatten wir das auch früher, wo wir noch nicht so viel Damage gemacht haben, das Problem gehabt, dass wir den Run wegen einem Ring zum Beispiel nicht geschafft haben, weil die alle abgelaufen sind, ne? Oder uns hetzen mussten. Der eine oder andere wird wahrscheinlich dabei sein, der eine oder andere kennt sich aus mit dem Melee, ne? Ich hoffe, das Video war trotzdem informativ für euch. Ja, ich mache so ein Video nicht jeden Tag und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr gerne ein Like da lasst, Kommi da lasst. Vielleicht habe ich ja was vergessen, könnt ihr auch ruhig unten in die Kommentare reinschreiben, dann gucke ich mal, was ich dazu schreibe. Unten in der Videobeschreibung habt ihr auch meinen Twitch-Kanal. Ab und zu live. Heute auch wahrscheinlich wieder. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Würde mich freuen, wenn ihr da ein Follow da lässt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Haut rein, euer Exo. Tschüss.